Der eigentlich friedliche Obdachlose Johann Korf überfällt eine Bank. Seine skurrile Forderung: ein mickriger Euro. Und wenn Sie mich jetzt nicht mitnehmen, dann überfalle ich die Nächste und die Nächste. In Haft bricht der Mann zusammen. Die Ärzte stellen eine schreckliche Diagnose. Ihre Leber ist sehr stark angegriffen. Muss ich sterben? Doch Johann hat kein Geld für die lebenswichtige Behandlung. Jetzt ist er auf seinen einzigen Bruder und dessen Familie angewiesen. Doch für die ist Johann schon lange tot. Du weißt genau, wir möchten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Hier gilt es, ein dunkles Familiengeheimnis zu lüften. Ich bin Alexander Holt und ich kämpfe für das Leben von Johann Korf. In wenigen Minuten hat die Bankangestellte Pia Buchner Feierabend. Doch ihr nächster Kunde hat einen bösen Plan. Wiedersehen. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Das ist ein Überfall. Geld raus oder es knallt. Haben Sie einen Knall? Darüber macht man keine Witze. Ich mach keine Witze, ich meine es ernst. Ich will aber nur einen Euro. Also doch nur ein Witz. Bitte schön, Sie Idiot. Den Alarm habe ich schon ausgelöst. Das ist gut so. Entschuldigen Sie, dass ich Sie so erschrocken habe. Sie sind verrückt. Kommen die dann gleich? Der Mann ist völlig harmlos. Entschuldigen Sie noch mal. Können Sie vielleicht mal sagen, was hier gespielt wird? Ja, es ist gar kein Überfall. Der Mann wollte nur einen Euro haben. Es war ein Irrtum. Richtig? Nein, nein, das war kein Irrtum. Ich habe diese Dame überfallen. Können Sie sich ausweisen? Herr Korf. Ohne festen Wohnsitz. Sie sind also obdachlos. Können Sie den Mann nicht laufen lassen? Ich meine, er hat keine Waffe und ich habe mich auch nicht bedroht gefühlt. Nein, nein, Sie müssen mich verhaften. Ich habe die Bank überfallen. Und wenn Sie mich jetzt nicht mitnehmen, dann überfalle ich die Nächste und die Nächste. Und dann besorge ich mir wirklich eine Waffe. Na gut, da können wir jetzt keine Augen mehr zudrücken. Nehmen wir mit, komm. Und machen Sie sich keine Sorgen, ich wollte das so. Tut mir leid, dass ich in solche Umstände mache. Schon gut, beruhigen Sie sich erstmal. Mama? Ist das nicht Onkel Johann? Onkel Johann? Der Bruder deines Vaters ist vor 19 Jahren ins Ausland gegangen. Der würde doch heute ganz anders aussehen. Du kennst ihn doch auch nur von alten Fotos. Komm jetzt. Schön, dass ich Sie sehe. Ich habe auf dem Plan gelesen, Sie haben Bereitschaftsdienst. Richtig gelesen, Frau Staatsanwältin. Was gibt's denn? Ich habe hier einen dringenden Haftbefehlsantrag und dann für morgen noch eine Hausdurchsuchung. Mhm. Und dann habe ich noch eine vorläufige Festnahme in einem sehr merkwürdigen Fall. Wieso merkwürdig? Ein offensichtlich verwirrter Mann hat heute Nachmittag eine Bank überfallen, wollte aber nur einen Euro erbeuten. Und jetzt möchte er unbedingt ins Gefängnis. Also mal sehen. Johann Korf, das ist ja wirklich merkwürdig. Die Bankangestellte hat noch zu seinen Gunsten ausgesagt, aber er wollte unbedingt festgenommen. Der Mann ist offensichtlich nicht zurechnungsfähig und deshalb sollten Sie einer vorläufigen Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zustimmen. Wie immer sehr ergebnisorientiert, Frau Kollegin. Ist der Mann schon da? Er wird gerade hergebracht. Dann spreche ich gleich mit ihm. Mhm. Ich kann das auch gern ohne Sie machen. Sie haben sicher noch was Besseres zu tun, oder? Ist vielleicht auch besser so, nicht, dass der Mann durch Sie noch mehr verwirrt wird. Gesine lässt es keine Ruhe. Sie glaubt weiterhin, ihren Onkel Johann vor der Bank erkannt zu haben.
Beim Surfen im Internet wird ihr Verdacht bestätigt. Gesine, du bist mal wieder mit dem Menüverschlägen unseres Chefkochs nicht einverstanden, oder was? Nein, es geht um den Mann von der Bank, den Mama und ich gesehen haben. Ach ja, Schatz, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Gesine und ich haben vorhin gesehen, wie ein Mann vor der Bank verhaftet worden ist. Und Gesine dachte, dass es Johann wäre. Mein Bruder? Ja, Onkel Johann. Einer hat es gefilmt und ins Internet gestellt. Ich kann es euch zeigen. Ich werde mir auf jeden Fall einen sehr genauen Eindruck von diesem Herrn Korff verschaffen. Natürlich klingt es verrückt, wenn jemand eine Bank überfällt und dann nur einen Euro fordert. Aber deshalb muss Johann Korff ja nicht verrückt sein. Vielleicht steckt da eine ganz andere Geschichte dahinter. Guten Tag, Herr Korff. Mein Name ist Holt, ich bin der zuständige Richter. Haben Sie vielleicht einen Personalausweis von ihm? Dankeschön. Sie heißen Johann Korff? Geboren am 14. Januar 1965 in München. Und Sie haben keinen festen Wohnsitz. Herr Korff, hier liegt ein Antrag auf einstweilige Unterbringung vor. Dazu muss ich Sie jetzt anhören. Die Frau Baumann wird das Protokoll führen. Es geht um den Vorwurf der räuberischen Erpressung, sprich um diesen Banküberfall von heute Nachmittag. Ich muss Sie noch belehren, zu dem Tatvorwurf müssen Sie sich nicht äußern. Ich verstehe ja nicht, warum wir hier so groß reden. Ich gehöre in U-Haft. Herr Korff, bei dem, was Sie da heute Nachmittag getan haben, da liegt die Vermutung nahe, dass Sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Was? Sie wollen mich für verrückt erklären? Nein, nein, ich bin noch durchaus bei klarem Verstand. Ich habe die Bank überfallen und ich gehöre in den Knast. Herr Korff, jetzt beruhigen Sie sich erstmal und dann setzen Sie sich auch bitte wieder hin. Und dann erklären Sie mir doch bitte mal, warum Sie die Bank überfallen haben, obwohl es nur um einen Euro ging. Fühlen Sie sich verfolgt? Bedroht Sie jemand? Wollten Sie deswegen ins Gefängnis? Glauben Sie mir, Herr Richter, ich habe meinen Verstand noch beisammen. Können Sie mich nicht einfach einsperren? Kann es sein, dass Sie einfach von der Straße weg wollten? Aber ich meine, da gibt es doch andere Möglichkeiten. Ich will keine Almosen. Ich kann diese Schmerzen nicht mehr aushalten. Wir brauchen einen Notarzt. Ertragen. Herr Korff? Der Fall wird immer mysteriöser. Alexander Holt muss herausfinden, was hinter dem seltsamen Raubüberfall steckt. Doch zuerst muss er den Mann schleunigst ins Krankenhaus bringen. Da, erkennst du ihn nicht? Das ist doch dein Bruder, Papa. Und du verrennst dich da in etwas. Zugegeben, der Mann auf dem Video sieht Johann ein bisschen ähnlich, aber das ist doch Unsinn. Und selbst wenn er es wäre, du weißt genau, wir möchten mit ihm nichts mehr zu tun haben. Ich weiß nur, dass ihr immer, wenn ich nach ihm frage, schlecht auf ihn zu sprechen seid. Wir müssen ihm doch helfen. Der Videoposter hat selber drunter geschrieben, dass er nur einen Euro wollte. Und seht ihn euch an, er sieht ziemlich schlecht und arm aus. Gesine, glaub mir, der Mann auf der Bank, das war ein Penner. Aber das wäre Johann ganz sicherlich nicht. Johannes Koch, der findet immer und überall eine Stelle. Der feiert seit 19 Jahren Partys irgendwo im Süden. Eben. Und ich glaube auch nicht, dass er es ist. Glaub uns jetzt einfach wirklich mal, dass wir ihm nicht schuldig sind. Er hat der Mama und mir mal sehr wehgetan. Na toll. Könnt ihr mir jetzt endlich mal erzählen, was er euch damals angetan hat? Dein Onkel Johann hat uns mal um sehr viel Geld betrogen, okay? Aber sag mal, musst du dich jetzt nicht ums Abendgeschäft kümmern? Ich meine, du bist doch heute allein in der Küche. Liebes, glaub mir, das war nicht Johann. Und jetzt hör bitte auf deinen Vater. Schon gut. Aber schaut euch das Video wenigstens noch mal an. Du hast ihn doch auch erkannt, oder? Für mich ist Johann gestorben, schon vor 19 Jahren. Und das bleibt so. Kümmere dich lieber darum, dass sie sich da nicht weiter reinsteigern, sonst lernen sie ihn am Ende noch kennen. Der Notarzt hat Johann Korff sofort hierher ins Krankenhaus bringen lassen. Offenbar ist er schwer krank. Ich habe ihn begleitet, denn die Situation ist doch sehr außergewöhnlich. Ich spreche jetzt gleich mit dem Chefarzt hier, mit dem ich glücklicherweise befreundet bin. Ich befürchte allerdings, Johann Korff wusste, dass er schwer krank ist und hat deswegen die Bank überfallen, damit er versorgt ist. Denn im Gefängnis ist die ärztliche Versorgung auch ohne Krankenversicherung gewährleistet. Ja, bitte. Hallo, Christian. Alexander.
Du kannst es auch nicht lassen, dich um Menschen zu kümmern. Das musst du gerade sagen. Also, wie ich dich kenne, hast du dich doch garantiert selbst in Kauf angenommen, oder? Dein obdachloser Schützling ist ja nicht versichert. Und bevor ich ihn in die Hände meiner Ärzte gebe, nehme ich mir der Sache lieber selber an. Das ganze Gemecker kann ich mir nicht anhören. Aber setz dich doch. Danke dir. Kannst du mir trotz ärztlicher Schweigepflicht schon was sagen? Ja, ich habe natürlich noch keine Laborergebnisse, aber ein erstes Abtasten von Herrn Korff lässt darauf schließen, dass seine Leber ziemlich stark angegriffen ist. Du meinst eine Säuferleber, also das Ergebnis des Lebens auf der Straße? Ich glaube nicht, dass er momentan trinkt. Das können natürlich Spätfolgen sein und er muss schon seit ziemlich lange heftige Schmerzen haben. Kannst du ihm helfen? Also ich meine, obwohl er keine Krankenversicherung hat. Wie es aussieht, hat er die Bank überfallen, nur weil er ins Gefängnis wollte, weil er sich dort ärztliche Hilfe erwartet hat. Keine Sorge, ich werde mich der Sache annehmen und er kann selbstverständlich hierbleiben. Danke dir. Gerne. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Sehr gerne, Alexander. Ja, ich spreche jetzt noch mal mit ihm. Gerne. Ich bin froh, dass Professor Stübgen bereit ist, sich um Johann Korff zu kümmern. Juristisch könnte die Angelegenheit für mich damit erledigt sein, denn verhökt ist Johann Korff ganz sicher nicht und seine Straftat rechtfertigt auch keine Untersuchungshaft. Aber ich möchte ihm helfen und ich möchte auch herausfinden, warum er auf der Straße gelandet ist. Alexander Holt will dem Obdachlosen helfen. Doch genau das wollen Hanno und Friederike Lehmann verhindern. Ihnen ist Johann Korff ein Dorn im Auge. Sie wollen ihn anscheinend gleich wieder loswerden. Das lässt mir keine Ruhe mit Johann. Warum? Denkst du vielleicht, er will wieder mit uns Kontakt aufnehmen? Er weiß doch überhaupt nicht, dass wir wieder ein Hotel haben. Außerdem ist er sowieso im Knast, denke ich. Mir geht's eher um unsere Tochter. Gesine hat so ein großes Herz. Ich habe einfach Angst, dass sie versuchen wird, ihn zu finden. Ja, was soll ich machen? Sie ist volljährig. Ich kann sie ja nicht da einsperren. Kannst du nicht versuchen, herauszufinden, wo er jetzt ist? Sag mal, das klingt ja so, als ob du vielleicht selbst mit ihm Kontakt aufnehmen wolltest. Ich meine, immerhin habt ihr euch ja mal geliebt. Das ist eine Ewigkeit her. Ich habe mich damals für dich entschieden. Sind wir nicht seit fast 20 Jahren glücklich zusammen? Verheiratet? Durch dick und dünn? Und ich möchte auch, dass das so bleibt, okay? Und deswegen ist das Thema für mich beendet. Und ich möchte, dass sie ihm niemals begegnen wird. Und du weißt noch nicht mal, warum. So, bitteschön. Nur 5 Minuten. Und dann wird geschlafen. Ich hoffe, die Schwester ist nicht so streng mit Ihnen. Selbst wenn sie den ganzen Tag mit mir schimpfen würden, wäre das für mich hier das Paradies. Sie ist sehr freundlich. Genauso wie sie ihr Holt. Vielen Dank, dass Sie mich hierher gebracht haben. Und der Chefarzt hat mich doch auch nur ihretwegen untersucht. Ja, schon gut. Ist doch selbstverständlich. Sie haben wohl eine schlimme Zeit hinter sich. Hm? Das Leben auf der Straße ist kein Zuckerschlecken, aber das habe ich mir selbst umzuschreiben. Wollen Sie vielleicht darüber sprechen? Oder gibt es Angehörige, die wir benachrichtigen könnten? Nein, die gibt es nicht. Ach so, Sie meinen wegen der Kosten, weil ich nicht versichert bin. Aber die wollen mich doch nicht schon wieder rausschmeißen, oder? Nein, machen Sie sich da mal keine Sorgen. Der Professor will nur erst mal sehr genau wissen, was Ihnen fehlt. Und dann wird er Ihnen helfen. Ja, aber was ist denn jetzt mit Ihrer Familie? Vielleicht kann da ich Ihnen helfen. Ich habe als Richter schon so manchen aussichtslos erscheinenden Streit geschlichtet. Glauben Sie mir, Herr Holt, das ist bei mir zwecklos. Dafür habe ich zu viel verbrannte Erde hinterlassen. So, jetzt ist Feierabend. Herr Korff muss jetzt schlafen. Ich bin ja schon weg. Wir wollen es ja nicht mit der Oberschwester anlegen. Ja. Natürlich nicht. Gute Nacht, Herr Holt, und vielen Dank nochmal. Ich komme morgen nochmal. Und vielleicht überlegen Sie sich ja bis dahin, ob Sie mir nicht doch was erzählen wollen. Ah, und wenn ich Ihnen helfen soll, dann müssen Sie den Herrn Professor von seiner Schweigepflicht entbinden. Sonst kann der mir nicht mal sagen, was Ihnen fehlt. Hm? Geht klar. So, jetzt bitteschön. Ja, ist ja gut. Danke. Schon wieder? Ja, wollen wir mal? Zuallererst hoffe ich natürlich, dass die Erkrankung von Herrn Korff nicht allzu schlimm ist und dass ihm geholfen werden kann. Aber ich mache mir noch ganz andere Sorgen. Wenn er aus der Klinik entlassen wird, dann landet er auf der Straße und dann befürchte ich, dass er tatsächlich straffällig wird. Das möchte ich verhindern. Ich glaube, dass sein Schicksal ganz eng mit seiner Familie verbunden ist. Und deswegen möchte ich diese Familie jetzt finden.
Sie schlafen ja immer noch nicht. Kann ich Ihnen nicht eine Tablette bringen? Nein, danke. Mir gehen so viele Sachen durch den Kopf. Sie unterliegen doch der ärztlichen Schweigepflicht, ja? Naja, so ähnlich. Ich kann aber ein Geheimnis gut behalten. Johann Kauf vertraut sich der Krankenschwester an. Er muss sich sein großes Geheimnis von der Seele reden. Komm wieder gleich! Sie sind verrückt. Onkel Johann, ich werde dich finden. Was machst du denn noch hier, Gesine? Warum bist du noch nicht im Bett? Das könnte ich dich auch fragen, Friederike. Oh, wenn du mich so nennst, dann bist du ja meist sauer auf mich. Ist es noch wegen dem Mann aus der Bank? Glaubst du immer noch, das wäre Onkel Johann? Nö. Stimmt ja, ich kenne ihn ja nur von alten Fotos. Ich habe nur gerade das Menü für morgen geschrieben. Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht. Mein Bruder Hanno und ich, wir haben dieselbe Frau geliebt. Friederike. Sie war damals eine Angestellte in unserem Sternehotel. Mhm. Ich war der Chefkoch und Hanno der Hoteldirektor. Wir waren ein tolles Team, total erfolgreich. Und dann hatten Sie sich zerstritten? Zuerst nicht. Wir haben beide um die Frau geworben und ich habe sie dann schließlich erobert. Ob sie es glauben oder nicht, ich war früher ein ziemlicher Lodri. Ich hatte nur Kochen im Kopf und Party machen. Friederike wollte immer Familie, Sicherheit, Kinder. Und Hanno hat gelitten wie ein Hund. Und darum sind Sie abgehauen? Erst nicht. Ich habe Hanno gesagt, er kann Friederike haben. Aber nur, wenn er mir meine Anteile aus unserem Hotel auszahlt. Und das hat er nicht getan. Und dann habe ich... Das kann ich Ihnen nicht erzählen. Sie müssen darüber reden. Auch nicht mit mir, aber mit dem Richter Holt. Der sorgt sich um Sie. Der ist aber auch Richter und dann kann ich das erst recht nicht. Und bitte, Sie haben mir versprochen, nichts zu sagen. Was verheimlicht Johann Kauf noch? Seine Nichte hat ein komisches Gefühl. Sie will das Familiengeheimnis unbedingt lüften. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Guten Morgen, mein Name ist Gesine Lehmann. Mein Onkel Johann, der Bruder von meinem Vater, der hat Sie gestern überfallen. Ich muss einfach wissen, was aus ihm geworden ist. Das war Ihr Onkel? Moment. Das war aber eine sehr komische Sache. Er wollte die Bank überfallen, dann wollte er nur 1 Euro haben und auch noch unbedingt auf die Polizei warten. Wissen Sie denn, wo man ihn hingebracht hat? Ich wusste nicht mal, dass er überhaupt hier ist. Ich will ihm einfach nur helfen. Ich war gestern bei der Polizei, um eine Aussage zu machen. Und dort habe ich zufällig mitbekommen, dass ein Richter namens Holt sich um die Sache kümmert. Aber wieso heißt Ihr Onkel Korf mit Nachnamen, nicht Lehmann? Das ist eine tragische Familiengeschichte. Mein Vater hat den Nachnamen meiner Mutter angenommen. Aber Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Dankeschön. Hallo. Du wolltest mich dringend sprechen wegen Herrn Korf? Ja, ich habe jetzt die Laborergebnisse und er hat mich von seiner Schweigepflicht entbunden und da wollte ich dich natürlich sofort informieren. Dann schieß mal los. Dein Schützling schwebt in akuter Lebensgefahr. Seine Leberwerte sind sehr schlecht. Leberzirrhose. Er braucht dringend eine Lebertransplantation. Und was können wir tun? Das Problem ist, Herr Korf hat eine sehr seltene Blutgruppe. AB, Rhesus, negativ. Daher wäre ein Blutsverwandter die beste Option. Das heißt, wir sollten seine Familie finden? Ein leibliches Kind oder ein Zwilling wäre die beste Option. Aber das hat er wohl beides nicht. Ja, aber eine Familie gibt's. Also nicht, wer die finden. Das wäre sehr schön. Wir können ihn zwar stabilisieren, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich spreche mit ihm. Kennt er seine Diagnose? Nein, nein, ich wollte dich erst mal informieren. Du, dann lass uns gemeinsam zu ihm gehen. Das Medizinische kannst du ja viel besser erklären. Sehr gerne. Hallo, Herr Korf, da bin ich wieder. Hallo. Und Sie haben den Chefarzt gleich mitgebracht. Muss ich sterben? Ich glaube, die Diagnose sagt Ihnen besser, der Herr Professor. Herr Korf, ich möchte Ihnen nichts vormachen. Ihre Leber ist sehr stark angegriffen. Sie brauchen dringend eine Organspende.
Und die kann ich mir natürlich nicht leisten. Darum geht es im Moment doch gar nicht. Aber Sie haben eine extrem seltene Blutgruppe, wenn ich den Professor richtig verstanden habe. Und deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, dass Sie uns jemanden nennen können, der als Spender in Betracht kommt. Jemand, der eng blutsverwandt mit Ihnen ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie Geschwister oder Kinder. Gibt es keine andere Lösung? Herr Korff, die gibt es. Aber nur theoretisch. Bei Ihrer seltenen Blutgruppe ist es wirklich sehr schwierig, einen Spender in der Organdatenbank zu finden. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Herr Korff, es geht jetzt um Ihr Leben. Sagen Sie mir bitte, wo ich Ihre Familie finden kann. Er hat einen Bruder. So reden Sie doch. Ich lasse Sie doch hier nicht sterben. Ich weiß nicht, wieso Sie Ihren Bruder verschweigen wollen. Aber es geht jetzt wirklich um alles. Sagen Sie mir, wie Ihr Bruder heißt, bitte. Und wenn Sie wissen, wo ich ihn finden kann, dann sagen Sie mir das auch, bitte. Okay. Er heißt Hanno. Und wo Sie ihn finden, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Wir hatten mal ein schönes, großes Hotel. Aber das gibt's schon lange nicht mehr. Was ist mit Friederike? Durch die Friederike können wir Ihren Bruder finden. Wer ist Friederike? Ja, Friederike ist die Ehefrau meines Bruders. Seine ehemalige große Liebe. Tratstante. Ach so, Ihre ehemals große Liebe. Und deswegen sind Sie jetzt zerstört mit Ihrem Bruder. Aber es geht jetzt wirklich um Ihr Leben. Ich verspreche Ihnen, ich finde Ihren Bruder. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Nur noch wenige Tage. Johann Korff schwebt in Lebensgefahr. In so einem Notfall übernimmt vorerst die Stiftung der Klinik die Kosten für eine OP. Nun muss Alexander Holt schnell die Familie des Obdachlosen kontaktieren. Hallo, Frau Ulm. Ach, Herr Holt, guten Morgen. Konnten Sie denn herausfinden, wo ich die Friederike Lehmann und den Hanno Korff finden kann? Das war nicht ganz einfach, aber Friederike Lehmann und ihr Mann Hanno betreiben ein Hotel hier in der Stadt. Aha. Und Hanno Korff hat den Namen seiner Frau Lehmann angenommen. Haben Sie mir die aktuelle Erzählung? Ja, natürlich, dabei? Natürlich, gerne. Aber sagen Sie mir, was hat das mit dem Banküberfall zu tun? Na, Johann Korff ist todkrank und er braucht dringend eine Leberspende, am besten von einem nahen Angehörigen. Man spricht ja von einer sogenannten Leberlebensspende. Das heißt, dem Spender wird ein Teil seiner gesunden Leber entnommen und dem Empfänger anstatt seiner zerstörten Leber eingesetzt. Bei dem Spender wächst die Leber innerhalb weniger Wochen wieder nach und so rettet er dem Empfänger das Leben. Und Sie wollen nun ein Familienmitglied dazu bewegen. An Ihnen ist wirklich ein Sozialarbeiter verloren gegangen, Herr Holt. Liebe Frau Kollegin Ulm, wir haben uns doch beide dem Recht verschrieben, oder? Und für mich gehört da Gerechtigkeit genauso dazu wie Menschlichkeit. Und manchmal hat das eben nichts mit Paragraphen zu tun. Schon verstanden. Alexander Holt fährt so schnell wie möglich zu dem Hotel. Es geht um Leben oder Tod. Trotzdem wird es schwer werden, Hanno Lehmann davon zu überzeugen, seinem Bruder zu helfen.